So, heute also ein Video darüber, wie wir uns in einer Notsituation oder eben auf einer einsamen Insel unsere Eiweißversorgung gewährleisten können mittels Fischen oder Seafood im Allgemeinen. Seid auch nicht schüchtern, das Video draußen mit jemandem zu teilen, von dem ihr der Meinung seid, dass ihr dieses Video unbedingt sehen solltet. Denn desto mehr Menschen wissen, wie man sich draußen in einer Notsituation behelfen kann, desto besser. Das Ganze steht natürlich wieder unter dem Motto, halt es einfach, sei effektiv, denn ihr wisst, Kreativität ist Trumpf, ganz das Motto dieses Kanals. Entscheidend ist hier natürlich zu verstehen, dass diese ganzen Techniken, die ich euch zeige, nur eine Richtungsidee sind. Das bedeutet, ihr könnt die selbstverständlich dann draußen der jeweiligen Situation anpassen. Falls ihr keine Plastikflasche finden solltet, kann man das selbstverständlich auch mit einem ausgehöhlten Baumstumpf machen oder eben mit einem ausgehöhlten Stück Bambus oder was auch immer die gegebene Situation vor Ort hergibt. Deswegen schränkt euch nicht ein mit dem Wissen, dass ihr jetzt einfach nur hier gebündelt bekommt, sondern wenn ihr jemals in die Situation kommen solltet, wie kann ich diese Idee auf meinem Standort jetzt quasi umsetzen? Trick Nummer 1. Und zwar geht es hier um die kleinen Köderfische. Diese kleinen Köderfische könnt ihr nicht nur als Köder benutzen, sondern eben auch in eure feste Nahrung mit integrieren, denn es ist wesentlich einfacher, die kleinen Fische zu jagen, als die großen Fische. Der große Vorteil bei den kleinen ist, dass sie noch sehr neugierig sind und der Hoffnung nach noch ein bisschen unerfahren. Sie haben natürlich ihre Naturinstinkte und sind dementsprechend sehr scheu, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber mit ein klein bisschen Vorbereitung ist das gar nicht mal so schwer, die kleinen Dinger aus dem Wasser herauszuholen. Jeder von euch, der schon mal im Urlaub gewesen ist, irgendwo am Meer und diese ganzen Felsformationen kennt, hat bestimmt schon mal irgendwo diese ausgewaschenen Steinbecken gesehen. Die können ein paar Zentimeter groß sein, bis mehrere Meter lang und breit. Hier habt ihr bestimmt auch schon ganz oft diese kleinen Fische da drin gesehen und ihr habt euch überlegt, wie würde ich die jetzt herausbekommen? Nun, zum einen habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mit eurem T-Shirt-Ärmel zu machen und euch daraus einen kleinen Kescher zu bauen. Ja, und dann könnt ihr die so ein bisschen in die Enge treiben und die dann Stück für Stück rausschulen. Ist allerdings eine sehr mühsame Methodik. Und dementsprechend gibt es noch eine zweite Methode und die ist natürlich dann hier mit einer Plastikflasche. In meinem letzten Video, als es um das Überleben auf einer einsamen Insel mit einer Plastikflasche gegangen ist, habe ich euch ja schon eine Jagdmethode vorgestellt, wie ihr eben daraus eine hocheffiziente Fischfalle bauen könnt. Und heute möchte ich euch nochmal eine solcher Methoden zeigen, nur eben etwas anders. Der große Vorteil ist von dieser neuen Methode, dass ihr die nicht nur in solchen kleinen Bassins benutzen könnt, wo ihr die Fische abseilen wollt, sondern sie eignet sich hervorragend auch in Strömungsgewässern, denn hier ist der große Vorteil, dass der Ködergeruch sich besser verteilt und die Fische dem Ganzen dann nachgehen können und dann im besten Fall in eure Falle eintauchen. So, also wir haben hier unsere Plastikflasche. Ich benutze hier wieder mal mein altgedientes Taschenmesser. Ja, ihr wisst, wie es ist. Ohne Taschenmesser geht nichts. Also, wir haben jetzt hier unsere Plastikflasche. Die erste Methodik war ja, dass wir die hier aufschneiden und das Ganze dann als Trichter verwenden, um so die Fische hier reinzutreiben, beziehungsweise durch den Köder angelockt werden, die dann hier reinschwimmen und nicht mehr rauskommen. So, das ist die eine Methode. Da ist es dann natürlich so, dass man von der Größe her der Fische von Anfang an schon mal ein bisschen limitiert ist. Bei dieser Methode hast du die Möglichkeit, vielleicht, wenn alles gut läuft, auch mal ein bisschen was Größeres zu fangen, was durch diese Öffnung durchpassen würde. So, und zwar machen wir jetzt hier nichts anderes, als mit dem Messer eine Öffnung zu schneiden. So, das sieht dann so aus. Dann nehmt ihr einen scharfen, spitzen Gegenstand und macht es hier einfach in die Plastikflasche. Macht hier in die Plastikflasche einfach kleinere Löcher rein, wodurch dann eben der Geruch des Köders durch die Strömung durchgetrieben wird. So, und jetzt ist die Falle schon fast fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist einfach nur noch ein Stück Schnur. Die haben wir hier. Wie immer in der Tasche, das ist ganz wichtig, habt immer Schnur in der Tasche. So, als nächstes einfach nur den Deckel vorne abnehmen, damit das Strömungsgewässer hier natürlich rein kann und die Duftstoffe hinten hier nachher verteilt werden können. Dann haben wir unsere Schnur mit unserem kleinen Loop drinnen, ziehen die Schnur hier durch, legen das hier oben rum, ziehen das Ganze an. Das brauchst du nicht extra nochmal zu fixieren, das reicht so.
Im Grunde müsst ihr das Ganze jetzt einfach nur noch mit Steinen beschweren und dann eben den entsprechenden Köder reinmachen. Das Wasser fließt jetzt hier eben rein, wird durch die Löcher hier hinten verteilt und lockt so die Fische an. Und mit viel Glück kommt ihr dann eben hier rein. Die Methode ist übrigens schon bewiesen, also sie funktioniert, ist aber natürlich nicht ganz so einfach. Der große Vorteil ist jetzt hier, dass wenn ihr das eben in einem solchen Wasserbassin an der Küste macht, dass die Fische hier ausreichend Zeit haben, um den richtigen Weg zu finden. Durch diese Schnur, sobald du siehst, dass Fische hier drinnen sind, kannst du die natürlich dann direkt rausziehen, bevor sie den Weg wieder nach draußen finden. Gebt der ganzen Sache etwas Zeit, habt ein bisschen Geduld und ihr werdet sehen, es wird euch hier zum Erfolg führen. Trick Nummer 2, und zwar die Krebs- bzw. Dosenfalle. Hier ist es so, dass wir uns jetzt hier eine Dose zwar repräsentativ zur Hand nehmen, aber es nicht zwangsläufig eben eine Dose sein muss. Wenn ihr auf einer Insel seid und ihr habt dort zum Beispiel Bambus oder Ähnliches, dann haben diese Dinge ja auch eine Hohlkammer. Und wenn man das entsprechend abschneidet, hat man im Grunde das Gleiche wie eben eine Dose. So, vom Prinzip her ist das ganz einfach. Oben, wo die Dose leer gemacht wird, den Deckel rausnehmen mit dem Dosenöffner. Und schon haben wir den Eingang für unsere Falle. Dann außen am Rand entlang einfach mit dem Taschenmesser ein paar Löcher machen. Und das einmal drumherum. So, und dann fertigt ihr euch einfach ein paar Stecken an. Spitzt sie ein bisschen zu. Und führt die dann in die Löcher hier ein. So, wie ihr seht, unser One-Way-Ticket ist auf dieser Seite fertig. Wenn die Löcher euch zu groß geworden sind oder die Stäbe ein bisschen zu instabil werden, einfach das Ganze mit Harz fixieren. Was wir jetzt nur noch brauchen, ist von hinten einen Köderstockloch. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Loch rein. Durch dieses Loch führen wir einen langen Stock durch, der hier vorne rauskommt, setzen den Köder an und ziehen ihn wieder rein und können so genau platzieren, wo wir den Köder haben wollen. In unserem speziellen Fall lassen wir sie jetzt in eine Richtung laufen, da wir hier die Dose oder die Falle ins Wasser legen werden, wo keine große Strömung ist. Und um zu verhindern, dass uns die Dose einfach weggespült wird, könnt ihr sehen, habe ich hier so kleine Durchläufe gemacht, dass wenn das leichte Wasser reinkommt, dass es hinten rausgeht und auch den Geruch des Köders ein bisschen besser verteilt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt hier meinen Köderstock vorbereitet. Der kommt hinten durch das Loch. Einfach einmal durchgeschoben. Hier wird jetzt unser Köder dran gemacht und dann in der Tiefe wieder durchgezogen und dann einfach so ins Wasser reingelegt. Es bietet sich natürlich an, das Ganze innen noch ein bisschen zu beschweren, einen kleinen Stein reinzulegen oder Ähnliches, damit euch die Dose nicht zu leicht weggetrieben wird. Und ihr könnt auch hier hinten noch eine Schnur dran machen, damit ihr die Falle gegebenenfalls mit der Schnur wieder rausziehen könnt. Bevor wir dazu kommen, was ihr alles als Köder benutzen könnt, um eine solche Falle überhaupt generell erstmal effektiv zu machen, kommt hier also Trick Nummer 3. Bei Trick Nummer 3, das ist meine absolute Lieblingsfalle, das ist der gute alte T-Shirt-Trick. Mit diesem T-Shirt zeige ich euch, wie ihr eine unfassbar gute und hocheffiziente Fischfalle bauen könnt, in der es nicht nur darum geht, dass ihr eben Fisch fangt, sondern ihr könnt damit gleichzeitig auch kleine Krebse erbeuten. Das Ganze bedarf natürlich ein klein bisschen handwerklicher Fähigkeiten, denn ganz so einfach ist es nicht. Man muss da schon ein bisschen mitarbeiten, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher, als so eine richtige große Fischfalle, Fischreuse zu bauen, die ihr in den ganzen Survival-Büchern findet. Denn das T-Shirt nimmt euch extrem viel Arbeit ab. Als erstes brauchen wir zwei lange Stecken, die noch einigermaßen frisch sind. In dem Fall habe ich hier Weide gefunden. Man sieht, das liegt ja auch schon ein bisschen. Nichtsdestotrotz, solange die Rinde noch dran ist, bleibt das Holz einigermaßen gut. Hier schneiden wir uns die Rinde ab, weil wir werden gleich noch ein bisschen Schnur brauchen. Dann legen wir die zwei Stecken zu einem X und binden das Ganze zusammen. Das wird dann gleich unser Rahmen sein. Anschließend nehmen wir das T-Shirt und tun hier mittig ungefähr anlegen. Und an der Schulterweite nehmen wir die Äste und biegen uns die nach oben. So. Dann wird hier oben das Ganze auch noch zusammengebunden, um es zu fixieren. Bevor wir das T-Shirt über unseren Rahmen machen, machen wir uns hier wieder eine kleine Nadel und schließen hier oben den Kopfbereich damit. Hier wieder einfach
ein paar Löcher machen und dann hier durchstoßen. So, nachdem wir das gemacht haben und wir den Kopf verschlossen haben, sieht das so aus. Das T-Shirt einfach einmal umdrehen, um den Saum damit optimal zu verschließen. Anschließend das T-Shirt nur noch über den Rahmen ziehen. So, die eine Seite des Ärmels binden wir zu. Diese Öffnung brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht, dass unser gefangener Fisch oder Krebs hier direkt wieder rauskommt. Wenn wir bis hierhin alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt hier unseren Eingang für die Fische. Und von hier sieht das Ganze so aus. Hier kommen dann auch Steine rein zur Beschwerung, damit uns das Ganze am Boden bleibt. Und jetzt müssen wir hier nur noch den Ärmel besser fixieren. Damit der Eingang hier für die Fische immer offen bleibt, nehmen wir den Ärmel wieder heraus, nehmen uns zwei kleine Stecken und stechen die hier links und rechts an den Kanten außen einmal durch. So. Hierzu machen wir das T-Shirt wieder ein Stück nach oben. Schnappen uns den Ärmel mit unseren kleinen Halterungen. Nehmen hier wieder Schnur. Führen die über die Halterung. Und binden das hier unten fest, damit das Ganze für uns immer offen bleibt. Durch diese kleine Sicherung verhindern wir, dass, wenn das Ganze unter Wasser geht, dass uns das hier dann so rumpendeln wird und aus Versehen dann diese Öffnung für uns verschließen würde. Und so bleibt das alles da, wo es hingehört. Wenn das dann alles erledigt ist, werden dann hier nur noch die Ecken zusammengeführt. Dann kann man das Ganze mit einer Klinge oder einem spitzen Stock durchstoßen und dann mit einer Schnur, in dem Fall bei uns wieder mit der Rinde, zugewebt werden. Und dann auch ebenfalls hier nochmal das Ganze festbinden nach oben. So, und fertig ist unsere Fischfalle. Um das Ganze nochmal kurz zu erklären, wir haben hier die Falle, also hier der Korb, in dem sich der Fisch oder die Krabbe oder was auch immer hier hineinkommt, über diese Öffnung, die wir innen am Boden fixiert haben, dass uns der Ärmel nicht rumfällt. Das Ganze dient als Container. Hier werden dann über diese Öffnung noch Steine hineingepackt und der gesamte Köder, den man hier reinpackt, kommt dahin. Gehalten wird das Ganze durch das Gewicht der Steine und nicht davon geschwemmt wird es dann über unser Trägerelement, welches wir dann am Boden noch mal fixieren können. Ihr seht, da läuft das und da hinten kommt wieder ein Tsunami auf mich zu. Tipp Nummer 4 und hier geht es um den Speer. Jeder von euch hat das bestimmt schon mal irgendwo in irgendeiner Fernsehserie gesehen oder in irgendwelchen Survival-Büchern gelesen, dass man eben mit einem solchen Speer relativ einfach sich draußen in der Wildnis einen Fisch beschaffen kann. Die Idee dahinter ist, ihr lauft durchs Wasser, idealerweise kniehoch oder maximal Mitte Oberschenkel, lauft durch das Wasser und tut dann mit diesem Speer eben euch den Fisch aufspießen. Viele vergessen dabei allerdings schon mal im Vorfeld alleine schon diese Spitze vorne etwas zu erhitzen, damit die sich härtet und dann eben auch nicht abbricht, wenn ihr mal daneben stößt und ihr die Jagd fortsetzen könnt. Wenn ihr das nämlich nicht macht und ihr stoßt ein paar Mal zu, ist die Spitze vollkommen unbrauchbar und ihr würdet einen Fisch maximal damit noch verletzen, aber eben nicht mehr aufspießen. So, nehmen wir also an, wir haben das alles richtig gemacht. Dann haben wir aber das Problem, dass wir natürlich eine Lichtbrechung haben. Das bedeutet, ihr seid auf der Jagd, ihr seht einen Fisch, steht mit eurem Speer da und wollt diesen dann erlegen. Jetzt haben wir das Problem, dass durch die Lichtbrechung der Speer, den ihr im Wasser leicht führet, dass der euer Ziel durch die Lichtbrechung eben nicht klar ansagt oder anzeigt. Ihr stoßt zu und seid meistens 10, 15, 20 cm daneben und ihr würdet einfach nur Luftblasen ins Wasser ballern, aber hättet eben keinen Fisch. Und hierzu gibt es einen relativ einfachen Trick. Bei der Jagd mit dem Speer bietet sich das an, das Ganze nachts zu machen. Denn hier habt ihr den großen Vorteil oder könnt den Vorteil des Jägers nutzen, dass ihr die Möglichkeit habt, eben Licht zu erzeugen.
Ihr habt bestimmt auch schon mal Leute gesehen, die mit einer Fackel durchs Wasser laufen, um die Fische eben ein bisschen anzulocken, um sie dann eben aufzuspießen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die ihr gerne in Betracht ziehen könnt. Das Problem bei der Geschichte ist, dass wir wieder bei der Lichtbrechung sind. Das heißt, es wird für euch relativ schwer sein, das Ziel gut treffen zu können. Und dementsprechend bietet es sich an, ein sogenanntes Feuerfloß zu bauen. So verrückt sich das anhört, aber so simpel ist es. Ihr baut ein kleines Holzfloß. Ja, das muss nicht größer sein als so. Füllt das Ganze mit ein bisschen Sand auf, damit euch das Feuer nicht gleich euer ganzes Floß durchbrennt, und errichtet dann eben auf diesem Sand ein Feuer. Dieses Feuer erzeugt jetzt natürlich einen sehr großen Lichtkranz, 360 Grad um euch herum, in eurem Jagdgebiet. In dieses Jagdgebiet habt ihr vorher schon ein paar Stecken aufgespießt im Wasser, damit ihr bei jeweiliger Lichtbrechung und Winkel, wie ihr zum Licht steht, sehen könnt, wie der Speer oder eure Markierung sich im Wasser verhält, dass wenn der Fisch da vorbeischwimmt, dass ihr genau wisst, wo ihr hinstoßen müsst. Und damit erhöht ihr euch eure Jagdchancen natürlich exorbitant. Ja, du musst dir vorstellen, dass dein Ziel dann einfach wesentlich klarer ist. Natürlich ist es keine Garantie, dass es funktioniert, aber eure Wahrscheinlichkeit, etwas zu fangen, ist um ein so Vielfaches größer. Und hier möchte ich auch gleich schon mal ein bisschen einsteigen, was das Thema Beköderung angeht. Bei der Beköderung könnt ihr im Grunde alles nehmen, was ihr findet, was auch ihr als Mensch essen würdet. Das bedeutet Kokosnussstücke, Bananenstückle, Beeren, lauter so ein Zeug. Das alles nehmt ihr zusammen und matscht daraus einen Brei. Wenn ihr irgendwo seid, wo ihr auch die Möglichkeit habt, Muscheln zu finden oder durch vorherige Jagderfolge, Eingeweide von Fischen, Knochenreste, Schuppenreste, egal was, Scherenreste von Krabben, einfach alles da zusammenbündeln und das Ganze richtig zermatschen, richtig barzig machen, und könnt dann eben ein T-Shirt als Beispiel nehmen, füllt das Ganze dann mit diesem Brei, nachdem ihr schon ein bisschen rumgestreut habt, und hängt das dann unter das Floß, um hier eben die Fische noch mehr zum Licht zu führen, um eure Jagdchance noch deutlicher zu erhöhen. Das war's eigentlich. So schwer ist das gar nicht. Und das bringt uns nämlich direkt zu Trick Nummer 5. Mein Spezialtrick, mit dem ich Unglaubliches erlebt habe und unglaubliche Jagderfolge. Viele werden mich für völlig bekloppt halten. Aber dieser Trick ist so unglaublich effektiv und ermöglicht einem so viele Chancen, um an Nahrung heranzukommen. Viele, die meinen Kanal schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich damals eine Tour in Irland gemacht habe, die einen Monat gegangen ist, wo ich nur an der Küste gelebt habe, nur mit einem Messer und einem Feuerstahl, und habe mich da quasi durchgeschlagen. Ich war dort wirklich widrigsten Umständen ausgesetzt, und es war für mich am Anfang sehr, sehr schwierig, irgendwie ans Essen zu kommen, bis ich eben an diesen Trick geraten bin. Und ab da war alles überhaupt kein Problem mehr. Dieses Video war sogar mein allererstes Survival-Video, das ich in meinem ganzen Leben jemals gedreht habe. Und das war noch lange, bevor ich diesen Kanal hatte. Und ich hatte das Video damals so ein bisschen abgeschwächt und sehr vereinfacht hier hochgeladen, weil ich eben nicht gewusst habe, wie legal das Ganze eben für mich überhaupt gewesen ist. Denkt daran auch bitte, dass alle Tricks, die ihr hier in diesem Video gesehen habt und seht, dass die in Deutschland pauschal erstmal komplett verboten sind. Also macht das bitte nicht nach. Diese Trips sind nur für die Extremsituationen gedacht und wenn es wirklich darum geht, dass ihr euer Überleben sichern wollt. So, wovon spreche ich hier eigentlich die ganze Zeit? Und zwar von dem sogenannten Sockentrick. Diese Socke hat mir mein Leben um ein so Vielfaches verbessert in Irland. Und das war unglaublich, dieser Jagderfolg. Absolut überragend. So, wie funktioniert diese ganze Geschichte? Den Socken erstmal komplett auswaschen. Das heißt, ihr versucht so viel Parfümstoffe wie möglich aus diesen Socken herauszubekommen und beködert ihn dann nachher wieder. Idealerweise, wie vorhin schon beschrieben, mit diesem ganzen Matsch, das ihr euch zusammen macht, findet ihr am Wasser und an Felsen sehr viele Muscheln, die am Felsen richtig festgesaugt sind. Wenn ihr die runter macht, manchmal nicht ganz so einfach, wenn ihr die runter macht, ausschabt und davon euch wirklich so eine gute Handvoll zusammenbekommt und zermatscht das richtig, wird das dann einfach in den Socken hier oben eingeführt, bis ihr so eine richtig schöne kleine Kuhle habt. So, diese Größe muss das dann schon haben. Und dann gehen wir wieder hin, schnappen uns die Schnur. So, dann nehmen wir den Socken und falten den einmal hier so herum. Ja? Einmal so rum.
nehmen die Schnur, fädeln die hier durch, ziehen das Ganze hier zusammen. Ja. Und durch diese kleine Schlaufe, die wir jetzt hier gebildet haben, ziehen wir das Ende noch mal durch. Ja. Und schon ist das Ganze verbunden und wird sich auf keinen Fall wieder lösen. So, dann nehmt ihr einfach die Socke und tunkt die ins Wasser, da wo eben die Krebse an den Felsen entlang gehen. So, der Vorteil von diesen Krebsen ist nämlich, dass wenn die einmal zugepackt haben, lassen die nicht mehr los. Und ihr könnt die dann in aller Gemütlichkeit so einfach wieder herausziehen, zur Seite legen und ihr habt ein lecker Essen. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich nicht nur im Salzwasser benutzen, sondern eben auch im Süßwasser, wenn ihr so eine Art Mangrovenwäldchen habt, denn da unten verstecken sich auch gerne mal kleine Wälse oder auch größere Wälse oder ähnliches. Und da haben wir natürlich dann ganz schnell das Problem, dass diese Tiere um ihr Leben deutlich mehr kämpfen werden, als es die Krebse tun. Und die herauszuziehen ist dann gar nicht mal mehr so einfach. Deswegen, wenn ihr das macht, bitte verwendet ein bisschen längeres Stück Schnur und bindet das irgendwo fest. Macht das irgendwo an einem Baum fest und geht dann mit eurer Angel dann eben rein. Ihr könnt auch gerne immer mal ein bisschen warten, ja, also der ganzen Sache auch mal ein bisschen Zeit nehmen, nicht hektisch werden bei dieser ganzen Geschichte. Und wenn was angebissen hat und es fängt an zu ziehen, fangt auf gar keinen Fall an, euch diese Schnur so einmal um die Hand zu wickeln, weil ihr meint, ihr hättet dann mehr Kraft, um das Ganze rauszuziehen. Diese Fische können teilweise so viel Kraft haben und diese Paracord, ja, das ist ja auch im Grunde nur so Plastik, ja, wenn die dann anfängt zu ziehen und zu reiben, das zieht euch einfach die Haut von den Händen runter. Das ist eine ganz, ganz furchtbar schlechte Geschichte. Oder ihr könnt euch eben die Fingerkapseln quetschen oder solche Geschichten. Drum lasst das einfach. Hierzu gibt es natürlich auch wieder einen ganz gleichen, einfachen Trick. So, und zwar benötigen wir dazu einfach nur einen kleinen Stock. So. Diese Nummer hier. Jetzt haben wir hier unsere Schnur. Nehmen die Schnur so. Legen einfach nur hier eine Schlaufe, ja, einfach oben drüber legen, eingreifen, das Ganze rausziehen und es entsteht ein solcher Loop. In diesen Loop steckt ihr einfach nur den Stock rein und dann wird das Ganze angezogen und schon haben wir an unserem Jagdstock eine Sicherung eingebaut, mit der wir hier dann mit viel mehr Kraft gegenhalten können, um dann eventuell eben auch etwas Schwereres herausziehen zu können. Bei Wälsen ist es nämlich auch so, wenn die einmal zugebissen haben, die lassen auch nie wieder los, bis sie entweder ihre Beute erbeutet haben oder aus dem Wasser gezogen worden sind. In unserem Fall, wenn es der Idealfall ist. Tipp Nummer 6, der Kescher. Dieses Mal hat er nicht nur eine kleine Nebenrolle, sondern er ist der kleine Hauptakteur. Er ist relativ einfach herzustellen. Ihr braucht nur einen etwas längeren Stock mit einer Astgabel und nehmt dort eben euren T-Shirt-Ärmel, den ihr aufschneidet an der Seite und dann über den Ast drüber zieht und unten mit einem kleinen Stock verbindet und das Ganze einfach wieder umlegt, damit das Ding dicht wird. Damit habt ihr die Möglichkeit, wunderbar auf die Jagd zu gehen nach Einsiedlerkrebsen oder Landsiedlerkrebsen. Davon gibt es 17 Arten auf der Welt und die sind auf vielen, vielen tropischen Inseln stark vertreten. Auch im asiatischen Raum sind die gut zu finden. Und die sind natürlich eine sehr, sehr gute Eiweißquelle und sind erstaunlich leicht zu finden. Auch hier noch ein kleiner Extra-Tipp. Es lohnt sich, ein bisschen diesen Zivilisationsmüll etwas genauer sich anzuschauen, vor allem auch gerade eben Dosen und solche ähnlichen Geschichten, denn dort verstecken die sich manchmal auch ganz gerne, wenn die kein neues Häuschen finden, in das sie nachher einschlüpfen können, also okkupieren sie einfach eine Dose oder eben ähnliche Gegenstände, wo sie reinpassen könnten. Gefunden werden können sie natürlich auch unter Steinen, einfach die Dinger hochheben, schauen, was sich da darunter verbirgt, mit dem Kescher eintauchen und sich das Ganze dann einfach abschöpfen. Wer natürlich auf der Jagd sehr erfolgreich sein möchte, sollte hier immer ein bisschen Zeit mit investieren und sein Umfeld etwas genauer betrachten. Das gilt natürlich für alle vorherigen Methoden, die ich aufgezeigt habe, natürlich auch. Dass es sich hier wirklich lohnt, tagsüber bzw. auch nachtsüber
sich das Ganze mal etwas genauer anzuschauen, um zu sehen, was passiert denn alles an diesem Abschnitt, wo ich mich denn gerade befinde. Ihr werdet nämlich wirklich überrascht, wie viel Traffic manchmal an so einem Strand los ist, ganz besonders bei den Kleingetieren. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, im Vorfeld schon zu sehen, ob sich die Jagd an dieser Stelle überhaupt lohnt oder ob ihr euch dazu ein anderes Terrain aussuchen müsst. Auch ist es möglich, über Sandkrebse zum Beispiel sich ein bisschen Eiweiß zuzuführen oder eben hervorragend als Köder einzusetzen. Die findet ihr auch relativ einfach an Stränden. Ihr habt bestimmt alle schon mal diese kleinen Löcher überall im Sandboden gesehen, wo dann diese kleinen Böllchen dran sind zum Beispiel. Ja, und darunter befinden sich eben sehr oft Sandkrebse oder Sandkrabben und ähnliche andere Krebs- und Krabbenarten. Ja, also versteift euch da nicht, sondern sucht einfach nach diesen Löchern. Grabt um diese Löcher drumherum einen Graben, einen Abstand so von 30, 35, 40 cm. Grabt ihr einmal drumherum, ja, so eine Handtiefe. Und über dieses Loch, was er da quasi braucht, um zu atmen, geht ihr mit dem Kescher schon mal hin auf Paratschaft und schiebt mit der Hand einfach die Erde weg, beziehungsweise den Sand, und dann kommen die Dinger meistens schon ziemlich zügig rausgeschossen, und so habt ihr die Möglichkeit, ähnlich wie Schmetterlingsjagen nur am Sand, eben dann mit dem Kescher euch die Beute zu ergattern. Das ganze System ist super einfach, aber dadurch natürlich wieder mega effektiv, und die Fehlerquellen sind hier ziemlich gering und man muss nicht besonders viel basteln können. Also rundum eine super Geschichte und auf jeden Fall wert, mit in sein Portfolio aufzunehmen. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen wieder gefallen und es war etwas Nützliches und Informelles für dich dabei und ich konnte deine Kreativität wieder so ein bisschen anheizen. Das ganze Video basiert eher auf dem Motto Good to Know, also gut zu wissen, denn ich hoffe, dass niemand von euch jemals in die Situation kommen wird, wo er dieses Wissen benötigt. Ansonsten checkt bitte unten erster Link in der Videobeschreibung bzw. erster angepinnter Kommentar. Da geht es zu meinem Instagram. Würde mich natürlich mega freuen, euch dort auch zu sehen. Dort findet ihr natürlich immer die besten Bilder. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.